Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute fliegen wir von den Niagara-Fallen zum New York LaGuardia Airport mit der Southwest Airlines in der 737 MAX in der Maryland-Parkierung. Ja, dann machen wir das Flugzeug jetzt bereit zum Starten. Hier ist schon recht starker Regen. Jedoch regnet es nicht, also bewölkt, aber regnerisch. Wir schauen, dass wir loskommen und dann auch nachher in New York landen zu können. So, dann machen wir einmal die Batterie an. Requesten dann eine Voll- und Starterlaubnis holen. Also eine Starterlaubnis, sondern eine Routenerlaubnis für unsere Route nach New York. Da haben wir den Pushback Request und hier kommt dann schon unser. Hello, Captain. We're ready for pushback. Also ca. 45 Minuten, also eigentlich nur 36 oder so, aber da will noch eine Kurve fliegen und ich würde sagen, es dauert noch ein bisschen länger in der Luft. Das ist halt auch dementsprechend etwas länger. Departure check Also completed. gehe ich von aus. Bypass pin inserted. Dann wahrscheinlich hier starten, also wie es auch geplant war. Die ist halt recht kurz, würde ich sagen, die Bahn. Deswegen wäre das nicht meine erste Wahl gewesen, aber wenn wir halt keine Clearance für die anderen Startbahnen wegen Wind oder ähnlichem bekommen, dann ist das halt so. Sparking brakes. Commencing push. All engines clear. Start at will. Starten wir jetzt die Triebwerke, also Engines. Und der Pushback beginnt. Die Lackierung eigentlich auch voll nice. Immer vor allem was anderes. Also es sind immer die Staatsflaggen, also so wie in Deutschland so Niedersachsen-Flaggen oder Sachsen-Anhalt oder ähnliches haben, Bayern-Flagge. Also Wappen. Haben die halt auch, wie sie auch Flaggen haben. Zum Beispiel gibt es auch die von Texas und so. Oder Kalifornien haben die als Lackierung einfach gemacht und genau, das ist die von Maryland. Also Maryland ist quasi die Gegend um Washington herum. Ist nicht so groß wie die anderen US-Staaten, ist halt ein recht kleiner Staat, aber das ist davon halt auch die Flagge. Halt natürlich nicht so verzogen oder halt schwingig gemacht, sondern eigentlich halt gerade wie eine Landesflagge, nur halt finde ich auch cool, dass sie es nicht einfach gerade lackiert haben, sondern mit so einer Welle rein gegangen sind, um das zu lackieren. Triebwerke sind gestartet. Set parking brakes. Waiting your confirmation for good engine start. Sagen wir Ihnen, dass wir einen guten Engine Start haben. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Ich hoffe, das Rauschen oder so ist jetzt nicht allzu stark. Das wäre nämlich blöd für die Aufnahme. Ich hatte halt schon mal eine Aufnahme gemacht, also nicht der Flug, aber ein anderer von Hannover nach. Ne, von Paderborn nach München. Und
habe ich nicht hochgeladen, weil die Qualität war so schlecht. Ich hoffe, dass es jetzt hier besser ist. Werde ich ja noch einmal sehen. Aber muss ja. Fahre ich jetzt mal die Landeklappen auf 2, so wie wir sie für den Start brauchen. Truck disconnect. Bypass been removed. Left is clear. Right is clear. Hinten rechts steht auch noch mal eine Southwest. Holen 737 hier. Und ich habe halt auch extra geschaut, ob die hier wegfliegen. Also ich habe richtig nach Flügen gesucht von Southwest Airlines. Mache ich eigentlich immer so, wenn ich Videos mache. Ich fliege eigentlich wirklich selten Strecken, die es nicht gibt. Und die Strecke gibt es eben. Und deswegen fliege ich die auch, weil sonst finde ich mich damit nicht so ganz ab, weil, keine Ahnung. Ich könnte jetzt keine Route für Lufthansa fliegen von Kathmandu nach Frankfurt oder sowas. Würde nicht gehen. Also für meine Art aus. Oder jetzt auch fliege ich nicht mehr über russischen Luftraum oder in seit 2 Jahren nicht mehr über russischen Luftraum oder so. Oder auch weißrussischen Luftraum oder ukrainischen Luftraum. Das wird alles umflogen und so berechne ich dann auch meine Flugrouten. Via Simbrief natürlich auch. So, dann rollen wir jetzt einmal los. Also ich hoffe wirklich, dass das Rauschen nicht so stark ist. Wollen wir jetzt hier zum Startplan. Ich dachte, eigentlich finde ich die Startbahn recht kurz. Müssen wir halt wirklich die ganze Startbahn ausnutzen. Hätte halt schon lieber die andere gehabt, aber wenn es der Tower keine andere gibt, dann müssen wir die nehmen. Auch schon Auffahrt sozusagen. Clear to take off. Started. Starten. Brauchen
vollen Schub hier, glaube ich. Die Bahn ist halt wirklich... War schon über die Hälfte. Rotate. Hier war schon das Ende der Startbahn. Positive climb, geh ab. Laps 1. Ich hoffe, das funktioniert auch heute mit dem Autopiloten. Also ich hatte da mal irgendwie Probleme über... Da war ich nach Valencia geflogen mit Ryanair. Das war blöd. Lap 0. Also da hat wirklich der Autopilot bei einer Kurve, bei einer leichten Kurve, einfach das Flugzeug fast auf den Rücken gelegt. Also wird hoffentlich heute nicht so. Aber ich habe danach auch nochmal mit den Rudern was umgestellt, damit das auch zum Phoenix besser passt. Deswegen sollte das alles jetzt eigentlich funktionieren. Autopilot an. Auch wahrscheinlich noch direkt klein rein, machen wir 4000 Fuß pro Minute. Wir wollen ja auf 20.000 Fuß heute. Ist ja auch nicht so lange für die USA. Also ich habe auch noch andere Routen mir rausgesucht, aber die dauern ja 2-3 Stunden und dazu hatte ich jetzt keine Lust, weil ich jetzt kurzfristig eins noch zwischenpacken wollte. Da fliege ich wahrscheinlich noch wie Anchorage, Taiwan oder so mit einer Frachtmaschine. Aber eigentlich war halt schon mein Ziel, doch mal jetzt auf Langstrecke zu gehen. Und da war so ein Kurzstreckenflug, wollte ich nochmal dazwischen packen. Auch damit ich nochmal das Mikrofon jetzt testen kann. Und ich hoffe, dass die Aufnahme dadurch auch ganz gut wird. Dass das Mikrofon einfach auch super funktioniert jetzt. Ich kann halt auch nicht viel mehr umstellen da. Also das ist schon eigentlich so alles, was ich machen kann. Nahezu alles. Das ist quasi unsere ganze Route hier. Hat das aber schon noch ein bisschen näher. Das bringt uns jetzt auch nicht so viel. An sich werde ich jetzt hier auch nicht so viel erzählen, weil ich weiß nicht, was ich so erzählen soll, aber im Livestream, wenn ich mal mache wieder, wird immer die Frage, bei mir Livestream-mäßig ist das immer ein bisschen blöd wegen Verbindung, Internetverbindung, weil das öfter mal abreißt. Also im Livestream, wenn wir auf Langstrecke gehen, dann zwischendrin reißt die Verbindung raus, dann bricht halt der Livestream ab und das ist, da wird er gespeichert, aber ist ja dann kein Livestream mehr am Stück und das finde ich dann immer blöd. Deswegen mache ich das in letzter Zeit ungern. Also an sich finde ich das mega geil, ein Livestream, aber es macht es wahrscheinlich, also nicht so oft wahrscheinlich, weil, also ich würde es machen, weil die Zeit habe ich eigentlich auch, ich könnte es
um 18 Uhr eigentlich jetzt nächsten Tage immer. Aber ist halt internettechnisch immer schwierig. Eine Aufnahme kann ich machen, auch wenn zwischendrin mal das WLAN weg ist. Natürlich wird dann auch der Simulator in Offline-Modus versetzt, aber wenn er sich neu verbindet, ist das eigentlich kein Problem. Aber der Livestream, weil der bricht dann komplett ab und dann müsste ich direkt einen neuen starten und dann bricht es wahrscheinlich nochmal ab und das ist immer sehr blöd. Deswegen mache ich das also nicht so häufig. Ab und zu mache ich es natürlich schon mal so früher. Man sieht ja in meinem Live-Verlauf auf YouTube, dass ich da schon welche hatte, 12 Stunden oder so. War noch übelst geil, aber da ist die Verbindung auch abgebrochen. Da bin ich nach Sao Paulo geflogen von Frankfurt. Das wären eigentlich so 13,5 Stunden gewesen wegen Vorbereitung noch und so. Aber der hat nur 11 Stunden, nur 11,5 gefilmt und dann habe ich das nicht ganz mitbekommen und dann war die ganze Landung, die ganzen letzten 2 Stunden, 3 Stunden, waren halt dann nicht mehr drauf. Und die Landung war eigentlich mega schön, so im Sonnenaufgang und ja. Deswegen hätte ich eine Aufnahme gemacht, wäre es halt da gewesen. Aber so 12 Stunden Aufnahme ist eigentlich auch immer blöd, also mache ich auch nicht, weil das sind Daten. Das ist halt auch anstrengend, das zu verarbeiten. Deswegen live ist das ja nochmal eine ganz andere Verarbeitung. Geht ja nicht direkt auf meine Festplatte, deswegen.
Ich wollte jetzt eigentlich auch sagen, dass wir schon mal ein bisschen sinken. Auf 10.000 Fuß. Damit wir nachher das letzte Stückchen nicht so stark sinken müssen. Ist auch nicht mehr so weit. Aber ich glaube, man könnte, glaube ich, Manhattan schon sehen, wenn man hier rechts. Aber wir haben aber schon sehr dicke Wolken auch vor uns. Aber ich sehe es jetzt auch gerade nicht mehr netten, aber es ist halt ja, quasi hier. Kann man noch nicht sehen, aber sollten wir schon mal auf den Weg machen, ein bisschen zu senken. Sagen, die Lackierung gefällt mir irgendwie schon. Am Anfang dachte ich immer, also so vor 4 Monaten, dass ich die nicht so geil finde, weil wie das denn aus, dachte ich so, aber es hat halt auch was, ne? So wie die Condor mit den Streifen, wo manche sagen, oh, sieht das scheiße aus. Auch am Anfang fand ich das ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber mittlerweile finde ich, dass das einfach mega geil aussieht. So ist das ja auch. Das ist halt mal eine Special, weißt du? Also es ist mal was Spezielles. Also nicht einfach nur irgendeine Lackierung wie alle anderen Airlines auch. Wenn man sowas auf dem Flughafen sieht, dann fällt das schon auf. Wenn man ganz normale American Airlines 747 sieht, dann fällt es nicht so auf. So ist es ja auch mit den Condor-Maschinen. Also ich denke tatsächlich, dass wir in den Offline-Modus versetzt wurden, weil die Gegend jetzt hier unten, wenn man mal runterschaut, wirklich nicht ansatzweise schön aussieht, so wie es soll. Ich hoffe, der New York Flughafen LaGuardia sieht schön aus. Wenn nicht, gehen wir zum JFK. Aus dem Grund, dass der JFK ein Sterne-Flughafen ist und eigentlich immer geladen. Also immer geladen ist, also würde ich sagen, ist das so. Genau, hätte ich jetzt zum Beispiel einen Livestream gemacht, dann wäre das alles ziemlich scheiße geworden. Dann wäre der abgebrochen, mein Spiel wäre im Offline-Modus versetzt. Und aber immerhin stürzt mein Spiel nicht ab, das wäre ja auch nochmal eine Krönung. Ganz kurz schauen, dass ich hier mein Bett nochmal ins Kabel kotzen muss. Gehen wir nochmal runter auf 5.000.
Sind halt schon dicke Wolken. Aber hier ist eigentlich jetzt schon Manhattan so, also. Ja, hier müsste Manhattan sein. Bis bald kann man sehen. Wenn die Wolken nicht da wären, natürlich. Durch die Wolken sieht man natürlich jetzt wirklich gar nichts. Wenn der LaGuardia nicht geladen hat, dann fliegen wir dann nach dem Landeanflug in Linkskurve Richtung JFK. Weil ich hoffe, eigentlich müsste der geladen sein. Dann sieht wenigstens der Boden vom Flughafen schön aus, weil offline sich die Flughäfen anzuschauen, da sieht man einfach nichts außer Pixel. Sieht man ja, wenn man hier runterschaut, also richtig scheiße aus. Macht mich auch richtig sauer wieder, ne? Also das immer wenn man mal eine Aufnahme startet, nicht normal fliege, nichts Offline-Modus, alles funktioniert. Kaum mache ich Aufnahme-Button an, direkt Offline-Modus. So, rechts ist dann also Teterboro, Newark und Manhattan. Und links weiß ich nicht, was da ist. Ja, auch ziemlich Nebel, würde ich sagen, im Anflug. Müssen wir auch mal schauen, wie wir damit gleich umgehen. Warte, ich will den Schub nicht nehmen. Keine Ahnung. Eigentlich gebe ich schon die ganze Zeit Schub. War anscheinend würde den ich nehmen, machen wir Flaps One. Rechts von uns, also rechts vorne. Müsste dann LaGuardia sein. Also ich glaube tatsächlich, dass der Flughafen LaGuardia nicht geladen sein wird. Das heißt, der wird richtig verpixelt aussehen. Die Landebahn wird nicht wiedererkennbar sein. Also das sieht schlimm aus. Wenn man das hat, dann sieht das echt schlimm aus. Auch nicht, warum der meinen Schub nicht nimmt. Also.
Also, der macht mir gleich noch einen Strömungsabriss, der Autopilot. Weiß aber nicht warum. Vom Sichtflugverhältnis weiß ich jetzt wieder, wo wir sind. Hier ist eine Bucht, eine Halbinsel und da in der LaGuardia-Flughafen. Hier ist Manhattan, da ist JFK da hinten, da ist Newark, hier ist. Also ist noch ein bisschen weiter rechts, ist Teterboro. Also quasi hier. Ja. Auf 2000 runter. Dann beginnen wir auch gleich die Rechtskurve, also der Autopilot zumindest. Wollte er gleich zumindest machen. Aber jetzt geht er in die Rechtskurve. Fast einmal eine Kehrtwende machen wir jetzt. Bis 180 Grad. Nicht ganz, aber fast. Dann könnte man erreichen. Doch denke ich, dass wir zum JFK ausweichen müssen. Weil der LaGuardia nicht geladen ist. Das heißt, dass man ihn nicht als Flughafen erkennt. Und das. Ja. Blöd ist. Sehr blöd. Es mich näher. Wir könnten natürlich auch direkt jetzt auf JFK ausweichen. Wir müssen aber nur geradeaus durchfliegen. Also ziemlich. Weiß gar nicht, ob wir es versuchen sollten. Dann lass uns direkt zum JFK fliegen, dann würden wir einfach geradeaus. Weil ich glaube, es hat einfach keinen Sinn, jetzt zum LaGuardia zu fliegen. Weil der eh nicht geladen war. Deswegen. Fliegen wir dann gleich jetzt geradeaus weiter zum JFK. Mal schauen, dass die Heading auch passt. Aus. Autos warst mal ja auch mal aus. Get down. Hab's wohl. Speed break wohl. Eine der größten Herausforderungen wird es gleich nur sein, die Landebahn zu treffen. Ich werde jetzt auch nicht so viel sehen. Ich hoffe, dass der Flughafen geladen ist.
Das ist halt gar nicht schlecht hier an New York, dass wir so schnell einfach einen Ausweichflughafen haben. Speedbreak Zero. Links ist die Landebahn. Nehmen wir die letzte Kurve. Links neben uns landet gerade noch eine Delta. Die ist noch nicht in unser Sichtfeld, also in meinem schon. In eurem noch nicht. Geht jetzt in euer Sichtfeld. Dürfte eigentlich so passen. Jetzt sind wir da rechts noch. Noch ein bisschen runter, obwohl die Landebahn hier eigentlich lang genug ist. Ich dachte, ich hoffe, der Flughafen hat geladen, aber ich glaube, das sieht gerade noch ganz gut aus. Ja. Weil Sterne-Flughäfen sind nämlich geladen. LaGuardia wäre nämlich nicht geladen gewesen. Autobreak auf Low. Cool, das hier auch ein bisschen. Links wartet ein Flugzeug zum Crossen, Runway. 100. Tiefe Anflug. 50. 40. 30. 20. 10. Und Butter. Touchdown, Reverse Thrust Full. Speedbreak voll und Bremsen. Muss man sagen, die Landung war wirklich episch. 137 Max. Selten so gute Landungen gemacht, aber natürlich dadurch, dass der Flughafen hier nicht so geladen hat, natürlich auch die ganzen Höhen was verschoben. Das ist natürlich haben auch das hier irgendwie die ganze Zeit Landebahn gebaut. Step Zero, Feedback Zero. Dann rollen wir hier rechts ab. Ich muss sagen, also man kann hier, wenn man von der Seite kommt, einen flachen Anflug machen hier am Flughafen, dadurch, dass der Vorbereich der Landebahn so groß ist, dass man da genug Zeit hat zum Abschweben sozusagen, dass man richtig nach reinkommen kann. Natürlich hat Southwest Airlines hier kein Terminal, weil die normal nicht zum JFK fliegen. Wir mussten ja ausweichen. Deswegen werden wir uns wahrscheinlich auch eine Position irgendwo draußen. Also das heißt nicht ans Gate, sondern an Position mit Treppe und dann weiß ich jetzt gar nicht, wie man das innerhalb von New York machen würde. Ich glaube, man würde jetzt das Flugzeug später einfach nur noch verlegen nach LaGuardia, aber ich glaube, die Passagiere, die würden hier dann aussteigen. Würde ich sagen. Macht ja, glaube ich, sonst viel Sinn. Also diese ganzen Huckel sind nun mal nicht da, aber dadurch, dass wir im Offline-Modus sind, verbrauchen wir auch weniger Leistung, wo wir eigentlich jetzt gerade auch Internet haben. Und dadurch ist natürlich
der Flughafen auch nicht so schön, wie er eigentlich ist. Deswegen ist es alles. Offline-Modus macht halt einfach keinen Spaß, muss man sagen. So, mein Freund. Eigentlich muss ich hier geradeaus. Ich hoffe, du musst gleich links abbiegen, weil sonst haben wir ein Problem, haben wir uns hier festgekalkt. Weil, ich meine, wo will er sonst hin? Ne? Also er kann eigentlich jetzt nur von sich aufs rechts abbiegen. Genau. Deswegen haben wir ihn den Platz gelassen, den er hier zum Abbiegen braucht. Wenn wir näher gefahren, dann wäre das ja auch nicht gegangen. Und zwar ist eigentlich ein sehr schöner Flug. Aber das mit dem Offline-Modus gefällt mir einfach nicht. Das ist halt blöd. Kann man nicht viel machen, aber es ist halt. S-Jet ist hier auch. War gerade schon ein bisschen schnell. Stehen wir hier. Halten die Triebwerke aus. Das war's mit unserem Flug. Und das Spiel stürzt zum Glück nicht ab. Ja, aber das war's mit unserem heutigen Flug von Niagara-Fällen. Trotzdem noch USA-Teil. Hier im JFK, geplant war ja der LaGuardia und diese Themen hinaus. Und das war unser Flug. 46 Minuten hat er insgesamt gedauert. Das heißt, die Aufnahme war also nicht so lange, glaube ich. Obwohl, die Aufnahme war länger als der Flug. Ach, der zählt also nur, wie lange wir laufen. Und dann, ciao. Bis zum nächsten Video. Dann, macht's gut. Haut rein. Bye.